notfalls muss ich dann halt da auch nochmal umtauschen. Jetzt für aktuell taucht mir das schon. So. Und das dann noch. Wunderbar. So, hier muss ich jetzt halt eh wieder. Ja, also das da muss auf jeden Fall dieser Stein sein hier. So, von daher mache ich das jetzt halt auch wieder in der Form. Wie gesagt, ja gut, andererseits, ich könnte das natürlich auch machen. Hä? Ach so, weil da oben drüber nichts ist, ne? Moment. Tu die mal weg. Dann bau mal den hier ab. Zack. Und zack. Gut, dann passt's. Dann passt es. So, und hier kann ich es ja eigentlich trotzdem so machen, ne? Mit dem. Weil wenn ich jetzt das austausche da oben, dann würden die das ja eh wieder wechseln. Okay, jetzt geh mal in die Ego-Ansicht. Wie weit kommst denn du da? Nicht sehr weit, ne? Ne, graben wir bis daher. Okay. Schauen wir mal, ob ich von hier unten noch dahin komme. Yes, es geht. Cool. Ich weiß nur noch nicht, wie weit. Ich mache das jetzt mal bis dahin. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Wobei, wir können das alles hier tauschen, ne? Das passt dann schon. Genau bis dahin. Wunderbar. So, und hier muss es jetzt nach unten noch gemacht werden. Yes. Perfekto. Also ich find's gut. So, mir gefällt jetzt nur nicht das hier. Dann machen wir mal hier den Hammer. Dann werden das hier nämlich die vier breit bleiben. Oh Gott. Dann bist du so doof jetzt schon wieder. So, bevor du jetzt wieder mit Wechseln anfängst. So, dann bleibt es nämlich auch vier breit. Gut. Und da vorne ziehen wir jetzt einfach dann nochmal ein Stückel was vor. So, gut. Der Musikwechsel ist schon nervig, oder? Schreibt's mir gerne mal rein. Obwohl ich das genauso triggert wie mich. Weil mich triggert's extrem. So, jetzt warte mal, wenn du schon eh... Ich wollte da eben nicht reinfallen. Und was mache ich? Ich falle rein. So. Ich wollte nämlich da noch gerade zumachen. Geh mal in die Ego, bitte. So. Gut. Dann haben wir das nämlich zu. So.
dann ziehen wir jetzt halt nochmal eine komplette Wand hier davor. Obwohl, das kann ich jetzt wirklich selber mal kurz machen, weil dann nutze ich nämlich auch die Gelegenheit und ziehe mir noch einen Kaffee rein. Und es regnet wieder mal. Tja, mein Kaffee habe ich da, auf jeden Fall. Und ich habe ein kleines bisschen weiter gebaut, aber nur ein bisschen. Ich habe mich noch zurückgehalten. Ich habe jetzt halt mal, weil ich dieses Teil hier die ganze Zeit bei mir drin hatte in der Tasche, jetzt wollte ich ja mal das ganz kurz nochmal wegmachen, weil ich mir nämlich denke, ich könnte das schön hier irgendwo hinbringen, dass man es ein bisschen besser sieht. Deswegen machen wir das jetzt mal schnell weg und setzen das dann einfach dahin. So. Wo ist es jetzt? Verdammt. Ist egal. Ich hole es gleich wieder raus. Ich möchte jetzt halt nämlich nur das andere Zeug raustun. So, Wülfried habe ich hierher geholt. Deswegen auch hier so viele Büsche und Gras und so weiter. Weil ich mir dachte, das lasse ich ihn umgraben. Dann ist jetzt wenigstens so ein bisschen durcheinander. Und hier habe ich jetzt gerade was angefangen, wo ich allerdings noch am Überlegen bin, wie ich das genau mache. Aber dafür seid ihr eher mit da. So, zack. Weil ich dachte mir, jetzt hör endlich auf hier mit diesem Gebaue, weil das bringt nichts, wenn du das alles baust und dann wieder später erklären musst, was es ist und so weiter. Okay, jetzt habe ich nur den Fehler gemacht und habe das hier. So, jetzt hat. So, was habe ich hier überhaupt vor? Ihr werdet es dann gleich sehen. So, als allererstes mal mache ich noch die... Oh. Moment, eigentlich wollte ich da ein Seil hinmachen. Ist egal. Ist egal, ich kann das auch so machen. Dann machen wir das so und dann... Das wird nicht gehen, ne? Das ist klar. Das reicht im hinteren Bereich, wenn da die Seile sind. So. Dann nochmal nach oben gucken. Hier kannst du das Seil hinmachen. So. Dann, wo seid ihr? Da. Zack, zack, zack. Die tun wir gleich wieder raus. Ihr kommt jetzt da rein. Und dann können wir... Mist. Mist, den wollte ich doch da drin lassen. Was suchst du eigentlich hier? Ho, los, ab mit dir aufs Feld. Arbeiten, zack, zack. Du bist ein Roboter, du brauchst keine Pause. So, dann haben wir das. Dann brauche ich, jetzt schauen wir mal, ob ich das habe oder nicht. Oh, das kann ich auch vielleicht mal loswerden. Das könnte ich zum Beispiel dahin einfach stellen und fertig. Jetzt brauche ich nur noch mal das Färbeflöß, weil das ist nämlich das, woraus die Wand hier besteht. Ich finde es irgendwie, ja, mal ein bisschen andere Optik wie sonst. So, dann saftige Blätter. Ich nehme mal raus die normalen Blätter. Ich nehme raus die 8 Pflanzen hier und ein bisschen Gras. Genau. Da kann ich ein bisschen höher gehen. Da nochmal ein bisschen tiefer. Und da machen wir wieder auf normale Höhe. So, da unten kann ich ja normale Blätter hinsetzen. Dann habe ich die nämlich auch weg. So, dann hauen wir hier noch irgendwo verteilt ein paar von den Blättern hin. Dann habe ich die nämlich auch raus aus meinem Täschle. Zack. Ein bisschen von dem Gras haben wir ja auch noch. Ach, jetzt hört es wenigstens auf, das Regnen, ey. Das ging mir schon ein bisschen am Senkel gerade. Gut. Jetzt gehen wir mal ganz kurz an den... an den Mauer. Jawohl, das funktioniert wunderbar. Gut. Es muss eh noch ein Dach oben drauf, also von daher passt.
passt das schon. Dann machen wir, ich glaube, wir können ja nur, die da können wir nicht färben. Doch, die können wir färben, die können wir nicht färben, seltsamerweise. Machen wir da mal zwei Stück. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall färben. Was seid ihr? Da. Aber da werde ich eh mehr brauchen. So, ich darf die jetzt nur nicht zu weit an die Wand klatschen, weil sonst sind die Blätter nämlich wieder weg. Von daher mache ich das jetzt so. Hier kommt ein Mauerstück hin. Da kann ich nämlich dann... Katzenhalter, sind das welche? Ja, aber das schaut, glaube ich, doof aus, wenn ich den da hinsetze. Nee, der passt nicht. Der passt nicht. Eigentlich würde da sogar ein Lagerfeuer besser passen als was anderes. Aber gut. Eine Feuerschale. Nee, warte mal. Warte mal, warte mal. Ob das gut ausschaut? Ich weiß es halt nicht, ne? Ich mache mal eins. Notfalls setze ich das halt dann hier irgendwo in mein Bauerhäusle hin. Bist du schon wieder da? Mach mir die Kiste nicht voll. Oh. Verdammt. Nein, ich will da nichts platzieren. Ich will das bitte wieder nehmen. Ich will jetzt halt bloß die Äste nicht weghauen. Ah, dachte ich mir. Moment. Ah, warum passiert das immer wieder? Okay, Moment. Das ist manchmal wie verhext, ne? Jetzt, dankeschön. So. Dann geh wieder raus in die normale Ansicht. Wir heben das einmal hoch und setzen es da wieder hin und dann ist gut. Dann könnte ich allerdings... Weil die Blätter sind ja nicht hier drüber, ne? Dann könnte ich doch nochmal... Nee, warte, das lassen wir. Wo sind denn die Büsche? Machen wir da eins hier noch? Ja, ich denke mal, man sieht, was es sein soll, ne? Auf jeden Fall ein gemütliches Eck. So, oh, da oben fällt mir gerade auf, dass ich vergessen habe, die Steine mit reinzusetzen. So was Blödes. Moment. Dann machen wir das so. So, so. Kann ich das nämlich von hier noch mit reintun? Passt. Dann ist nämlich die Mauer auch wieder gefüllt. So. Und dann sollte eigentlich hier ohne Probleme, wenn ich es finde, da sind sie. Sollte ich die hier machen können, ohne dass ich da irgendwie was von den Dingen hier kaputt mache. Jawohl, passt. Mehr möchte ich gar nicht. Das soll in der Mitte offen bleiben. Gut. Nice, nice. Die sind ja, glaube ich, immer... die schweben ja, glaube ich, immer, ne? Ja, ja. Die schweben immer. Gut. Dann, genau. Tu mal die... diese Mauer raus. Sorry, hat an der Tür geschellt. Was wollte ich jetzt? Ich wollte, glaube ich, dieses Dingensen hier, dieses diese Mauer. Da ist sie. Weil die würde ich nämlich gerne hier reinstellen. Ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt so hinstelle. Ich glaube, das passt schon. Ja. Soll ja nur ein bisschen Zierde sein. So, dann nehmen wir es normal. Wunderbar. Ich stehe auf dieses Grün, also nicht wundern, wenn ich da sehr viel hinpacke. Aber ich mag das einfach. So, da noch. Passt. So, dann wollte ich eigentlich hier oben drauf auch noch... Na, ich lasse es. Ich lasse es. Dann können wir das Ganze vielleicht hier noch verzieren.
Aber das rutscht hier rein, ne? Und ich glaube, darauf kann ich nichts machen, oder? Ja, denke ich mir. Ne, es geht nicht. Leider, aber wir können das Ganze ein bisschen verkleiden. Dass ich das zum Beispiel so mache. Jetzt hast du bloß die Pflanze dahin, ne? Das ist das Dumme. So, und hier machen wir... Mache ich da auch die Gitter hin vielleicht? Das wäre doch, glaube ich, nicht einmal so verkehrt, oder? Weil dann passt es einfach. Ich habe ja extra 100 Stück von den Dingern gemacht. So. Dann können wir nämlich auch von dem saftigen Grün nochmal was hinmachen. Da leider... Oh, doch, da auch. Cool. Warte mal, dann machen wir das dahin. Und da machen wir hin. Ach, wunderbar. Ach, das ist doch cool. So, jetzt machen wir dann noch den einen oder anderen Busch dahin. Da vielleicht in die Ecke auch noch. Was geht nicht? Okay, dann lass mit dich da, wo du stehst. Dann kommst du dahin. Du kommst noch dorthin. Wunderbar. Die hässlichen Dinger tun wir auf jeden Fall weg. Jawohl. Und dann ist es doch gut. So, jetzt brauche ich nur noch... tun wir mal weg... Gott, irgendwie brauche ich alles. Tun wir mal die... Warte mal, wir haben hier eine große Weißbirke. Dann tun wir doch mal eine große Weißbirke hier hinten mit hinstellen. Genau, dahin. Können wir da noch eine hinmachen? Cool. Dann ist die Ecke halt so ein bisschen baumig, aber das ist doch egal. Da noch eine hin vielleicht. Gut, machen wir den Schnee weg. So, dann gucken wir noch wegen anderen Bäumen. Und der Kirschbaum, Pflaumenbeerbaum. Also ein bisschen gemischt ist. Das ist gut. Es ist gut. Hier werde ich natürlich noch ändern, aber das mache ich mit unserem lieben Wülfried, weil da ist nämlich der Vorteil, dass der ja um einiges tiefer geht. Ich muss noch mal schauen, ob ich da vielleicht auffüllen werde noch. Moment. Nein! Hm. Einmal nach unten gucken. Ich denke, so reicht's, ja. So, schauen wir mal, wie der Wülfrieder hinkommt. Noch eins? Ja. Passt. Dann kann er das nämlich machen. Ich weiß auch nicht sicher, ob ich jetzt das hier dann lasse, oder... Warte mal, wir tun hier auch noch ein bisschen was füllen. Keine Ahnung. Aber ich bin auf jeden Fall... Okay, dann muss ich hier nochmal einen hinmachen. Und dann bin ich genau in der Mitte. Yes, gut. Das will ich allerdings wieder weg haben. Was
Also die Steine stören ihn ja im Normalfall nicht. Ah, da hinten wird es wahrscheinlich blöd, oder? Mal schauen. Oh, doch, das könnte passen. Das könnte passen. Bitte buddel mir das alles um. Auch da, wo der Schnee liegt. Jawohl, passt. Baum weg. Dann tue ich... Habe ich davon überhaupt noch welche? Die sind wahrscheinlich weiter vorne. Jep. Jawohl, das können wir ändern. Das ist cool. Dann brauchst du nämlich nicht bis da in die Ecken rein. Obwohl, machen wir mal hier. Machen wir... Nein, das ist jetzt blöd gewesen. Das müsste ich so machen. Allerdings um eins hoch auch wieder. Dass auch die obere Stufe gemacht wird. Ah, aber andererseits, dann ist da hinten wieder so ein Fleck, oder? Ja, ja. Da sind dann auch so Flecken. Da ist Stein, das ist okay. Ja gut, und das einzelne Ding da hinten, das tausche ich aus. Aber dann kommen wir wenigstens bis zu der Kante, das passt. So, drauf. Gut, da gehen wir in die Ego. Einmal raus damit. Die tue ich auch raus. Wo seid ihr? Da. Gut. Jo, es passt schon. Hauptsache, wir haben hier so ein bisschen Fleckchen drin. Passt. So, dann brauchen wir natürlich noch mal welche. Jetzt muss ich noch mal kurz das alles sortieren. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da nicht noch mal einen Baum-Dingsbums-Kuchen mache. Aber ich glaube, wir können auf jeden Fall genügend Wurmfutter noch machen. Naja, gut, das liegt halt jetzt an den Grassamen, ne? Das ist klar. Machen wir mal noch mal 10 solche. Oder machen wir 11, dann haben wir den da weg. Und von den Baumkuchen können wir im Grunde auch 10 Stück machen, ne? Ja, aber da brauche ich nicht so viel. Weil ich möchte nicht so viele Bäume haben. Ich mache jetzt nochmal 5. Und mache dafür noch die restlichen hier mit Gras. So. Wunderbar. So, schmeißen wir uns mal ganz kurz ins Bett. Jep, jep, jep. Na komm, mach. Mach hin. Manchmal dauert mir das ein bisschen zu lang mit dem Schlafen. So, komm. Dann machen wir mal hier noch eine Wiese. Warte mal, das hau ich dann weg. Weil das ist mir dann zu doof wegen dem einen. Zack. Jawohl. Jetzt zeigt es immer nicht alles an, ne? Obwohl das alles hier geändert wird. Das ist ganz seltsam. So, hier bin ich mal noch gespannt. Ich werde nämlich jetzt mal die Erde tauschen. Füllmodus, Tauschmodus. Und zwar werde ich da hier ein bisschen reingehen. Ja. Weil ich kann das hier wieder machen mit dem mit den Steinen, das ist ja kein Thema. Aber kann Wülfried nämlich hier so einiges austauschen. Schauen wir mal. Schau mal normal. Okay, das würde sogar bis da reingehen. Ist egal wegen dem einen Ding jetzt. Ich bin jetzt mal gespannt, wie weit wirst du das machen? Bis nach vorne oder nicht?
Du musst jetzt natürlich da anfangen, ne? Und? Okay, er tauscht's. Ich meine, das ist ja schon mal etwas, ne? Das ist ja schon mal etwas. Weil ich nämlich ein bisschen Schiss hatte, dass er das auslässt. So, tun wir mal die Baumkuchen noch raus. Ich tu mal die... Toll, wo sind sie jetzt wieder? Habe ich sie da? Nee. Hilfe? Muss ich jetzt meine... Ach so, die habe ich ja alle verbraucht. Oh, stimmt ja. Stimmt ja, warte mal. Was muss ich da? Okay, da ist... Okay, dann tausche ich das so aus. Aber gut, ich würde sagen, an der Stelle machen wir für heute mal Schluss. Ich werde es wieder einführen, dass ich meine Parts mit Begrüßung und Verabschiedung mache, weil ich glaube, das ist doch ein bisschen schöner, wenn ich Hallo sag und auch wenn ich Tschüss sag. Und von daher heißt es heute mal Tschüss. Ich hoffe sehr, dass euch das Ganze gefallen hat, der Part gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.